Hallo. Ah, jetzt kann ich Sie Nadja hören. Hallo, wer ist da bitte? Benz von der Mediennetzwerk. Spreche ich mit Herrn Sommer? Ja, Dimitri Sommer, wie kann ich Ihnen helfen? Ja. Und zwar schön, dass ich Sie am Apparat habe, Herr Dimitri Sommer. Ja. Sie haben sich vor kurzer Zeit bei einem kostenlosen Preisausschreiben registriert. Können Sie sich noch da erinnern? Ich glaube, da war was. Da war was. Wir hatten voll Ja. gesoffen. So. Da haben Sie es von 70.000 Teilnehmern erstmal herzlichen Glückwunsch unter den 20 ins Finale geschafft. Ins Und da es noch Finale? 20 weitere, ja, ins Finale geschafft. Also Wirklich? 20 Finalisten, einer sind Sie, Herr Sommer. Oh, wie geil ist So. das denn? Das ging ja richtig schnell. Ich bin beeindruckt. Vielen Dank. Bitte schön. Und es gibt 20 Preise zu vergeben. Geht es nicht mehr darum, ob Sie gewinnen, sondern nur noch, was Sie gewinnen werden, Herr Sommer. Wow, Die geil. Finalziehung ist heute am 23, fast in 2 Monaten, am 23. Dezember ist das, Herr Sommer. Ein Tag vor Weihnachten? Weil es auch eine Weihnachtsführung ist, Herr Sommer. Weil es was Ich gibt, darf bitte? heute schon gratulieren. Also, ich darf heute schon gratulieren, weil Ihnen mindestens schon 1.000 € Gutschein zusteht, Herr Sommer. Oh, wie geil So, ist das es denn? gibt, Herr Sommer, es gibt 5 Hauptpreise. Ab 6. Okay. bis 20. Platz gibt es 1.000 € Wertgutscheine. Wie gesagt, Geil. wenn Sie von den 20 Finalisten den ersten Platz erzielen würden, Ja. möchten Sie lieber einen Jaguar FTS Auto haben oder das Gegenwert 85.000 € in bar, falls Sie den ersten Platz erzielen? Was sollen wir bei Ihnen eintragen, Herr Sommer? Oh, was ist das für ein Auto, bitte? Ein Jaguar FTS. Was hat das für eine Farbe, bitte? Das weiß ich nicht, Also, sie ist nicht pink, oder? Sommer. Na, auf jeden Fall nicht, denke Ja, ich dann nicht. nehme ich das Auto, weil ich finde das ganz geil. Aber wäre natürlich super, wenn das schwarz ist. Das weiß ich nicht, Herr Sommer. Da müssen Sie schon abwarten am 23. Dezember. Okay, So, vielleicht beim können Sie ja zweiten dazu Platz. schreiben, ich möchte das schwarz haben. Ja, kann ich. Also hier kann ich das schon bemerken. Und das wäre super Ja. lieb, dann würde ich das gerne machen. Okay. Und beim zweiten Platz ein Mercedes Cabrio oder das Gegenwart 60.000 € in bar, Herr Sommer. Ja, ne, Cabrio ist scheiße. Ich nehme das Geld. Da kann ich das Auto im Bargeld. Notfall dann selber anmalen lassen. Okay, Bargeld. Bargeld. Dritter Platz ist ein Traumreise an Malediven für 2 Personen oder das Gegenwart 10.000 € in bar. Eine Reise oder Bargeld? Malediven? Ja. Da ist doch neulich dieser Sturm gewesen. Da ist doch alles kaputt. Da kann man doch keinen Urlaub mehr machen. Die sind doch alle gestorben da. Ich war noch nie in Malediven, das weiß ich nicht, Ja, Herr das ist doch Sommer. so vor einem Monat. Da ist doch hier dieser Riesensturm, der dann auch bei Amerika gekommen ist. Der hat da doch alles kaputt Ja, kann gemacht. sein. Also das weiß ich nicht, wie gesagt, Ne, also. dann nehme ich das Geld, weil ich wollte jetzt nicht in die Bargeld. Zombie-Apokalypse fliegen. Okay, vierter Platz gibt 4.000 € Bargeld, fünfter Platz ist ein Gasgrill im Wert von 1.500 €. Ein was Herr bitte? Sommer, Gasgrill. Ein Grill, okay. Tiergarten. Ja, Gasgrill im Wert von 1.500 €, falls Sie einen Garten haben, also. Ab 6. Platz bis 20. Platz sind verschiedene Wertgutscheine. Das sind von Tchibo, IKEA, Aral, Reisegutschein, TUI, Rewe, Edeka, Saturn und Mediamarkt. Alle im Reisegutschein Wert von von Rewe? 1.000 €. Geil. Reisegutschein TUI. Das Ach, heißt, Tui. Sie haben eine 125-prozentige Chance auf eine der Hauptpreise. Falls es Geil. mit Hauptpreis nicht klappen sollte, Herr Sommer, Da. haben Sie 100% eines dieser 1.000 € Gutscheine, der es Ihnen garantiert. Also, Geile in 10 Sache. bis 14 Tagen erhalten Sie ein Begrüßungsschreiben, in dem auch ein Internetlink und persönliches Passwort vorhanden ist, Da. womit Sie die Finalziehung auf der Webseite mitverfolgen können. Also, Auf der nach dem Bildseite. Begrüßungsschreiben. Mit dem Begrüßungsschreiben bekommen Sie ein Passwort und ein Internetlink, dann können Sie sich im Internet einloggen, Herr Sommer, und nachprüfen, dass Ihr Name dort mit 19 anderen Finalisten registriert ist. Da. Und die 20 Preise, die wir durchgegangen sind, sehen Sie dort auch, Herr Sommer. Das ist So. super. Ja, und wie Sie wissen, werden Gewinne ab 500 € bei kostenlosen Gewinnspielen in Deutschland rein Entschuldigung, gesetzlich. Sind, einen ja. ganz kleinen Moment. Die Verbindung ist ganz schlecht. Ich kann jetzt mal hören, was Sie sagen, und mal kann ich nicht hören. Können Sie Headset anders machen? Warten Sie, ich rufe Sie noch mal an. Ja, bitte. Ist ganz schrecklich. Okay. Ja, das ist ja wieder geilste Betrugsmasche.
Mal gucken. Hallo? Also mal, hören Sie mich jetzt besser? Ja, es ist immer noch ein bisschen abgehakt, aber es ist besser geworden. Ja, Herr Sommer, manchmal haben wir beim im Leitung Probleme, wissen Im Sie? Leitung, Das okay. kann, ja, das wird ab und zu passiert. Also entschuldige mich nochmal. Ja, Also ja. Herr Sommer, wie Sie wissen, wer den Gewinn ab 500 Euro bei kostenlosen Gewinnspielen in Deutschland reingesetzt, ist zu 20% versteuert. Zu was Weil Ihnen bitte? ein Mindest Ich habe das wieder nicht verstanden. bei kostenlosen Gewinnspielen in Deutschland. Da. Ja, in Deutschland. Ja, okay. Ist das gesetzlich zu 20% versteuert? Ja. Weil Ihnen ein Mindestgewinn 1000 Euro Wertgutschein bereits zusteht, betrifft Sie das auch, Herr Sommer. Okay. Damit alle Finalisten ihre Gewinne steuerfrei erhalten, bekommen alle Gewinner einen Sponsor. Und zwar ist es eine Sponsorenzeitschrift über 14 Monate. Davon sind die letzten 2 Monate gratis. Das heißt, Sie haben keine Gewinnsteuerabgaben, egal welchen der 20 Plätze Sie erzielen. Somit sparen Sie die Steuer von mindestens 200 bis 15.000 Euro, Herr Sommer. Oh, super. Eines unserer Hauptsponsoren ist die Hörzu. Für diese wurden Sie auch vermerkt. Dazu zahlen Sie nur zweimal halbjährlich 59,80. Soll es bei Hörzu bleiben? Oder soll ich in einem anderen Bereich nachschauen, wie Sport, Auto, Nachrichten, Wissenschaft? Was gibt denn für Auto? Weil du hörst, so ist es so Dorian Zeitschrift, so viel Schwuchdel. Das will ich hier nicht haben. Also, Sie können eine Autozeitung nehmen für 39 Euro. Das ist noch ein günstigerer, Herr Sommer. Ja, welche denn? Ich muss ja einen Namen haben. Nein, das hat keinen Namen. Da steht Autozeitung. Ach Also, so! Autobild, ja, Autozeitung ist das Ach einfach. Das ist das so! günstigste. Ja, aber Da gibt's Autobild ich will ja für was Gutes 18. haben. Da müssen ja geile Bilder drin sein und geile Frauen. Okay. Deine Automotorsport gibt es da für 53,95. Gib mir, will ich haben. Oder was, warte mal, du hast Wissenschaft? Also, Hast du das? Das wie deine, möchten hast Sie du. ein, möchten Sie, Herr Sommer, einen günstigeren haben? Nee, ich möchte was Gutes haben. Ich muss ja erstmal wissen, was geht. Haben Sie das, Sie haben Wissenschaft, haben Sie gesagt. Haben Sie von, wie hieß der? Ich muss überlegen. Juris Rache, Tesla-Spule. Haben Sie das? Bild der Wissenschaft gibt's hier. Ich Für brauche acht, eigentlich, neun, für, wenn wir neun, hier, für, da. Aber hier beim Bauhof ist die Tesla-Spule kaputt gegangen. Ich dachte, vielleicht haben sie Heft, wo kann man reparieren? Herr Sommer, Da? Bild der Wissenschaft gibt's hier für 49,20. Ist das gut? Ja, wenn Sie an Wissenschaft, also Bilder sehen möchten, also 49,20 kostet das. Also auch mit Bildern? Sehr gut, weil ich will nicht nur lesen, ich will ja auch was angucken. Ja, wie gesagt, Bild der Ja. Wissenschaft gibt's hier. Mit der Wissenschaft klingt gut. Ich glaube, das möchte ich nehmen. Also, dann trage ich hier Bild der Wissenschaft ein. Klingt gut. Und wann Bild kriege ich der die? Wissenschaft. Sie bekommen ja ganz kurz mal, Herr Sommer. Da. 49, 20 ist das. So. Sie bekommen ja, wie gesagt, in 10 bis 14 Tagen alles nach Hause abgeschickt. Das Richtig. Begrüßungsschreiben. So. Zusätzlich bekommen Sie einen Reisegutschein von den Sponsorzeitschriften, 100 Euro Reisegutschein von den Sponsorenzeitschriften geschenkt, Herr Sommer. Der ist Geil. 3 Jahre gültig und auch übertragbar. Der hat aber nichts mit Ihrem Gewinn im Finale zu tun. Also, Sie heißen Ah ja. Dimitri Sommer, Dimitri Somria. Alt-Moabit 122A, Da. 10559 Berlin. Das ist richtig. Sind geboren 1.4.1987. Da. Okay, Herr Sommer, sollte es bei dem Mindestgewinn 1000 Euro Wertgutschein bleiben, Ja. bekommen Sie den per Post an Ihre Adresse zugesandt. Okay. Sollten Sie ein Bargeld gewinnen, wird der Gewinn Ein Bargeld? steuerfrei in Ja, ein Bargeld. Sie haben doch gesagt, also beim zweiten und dritten Platz, Sie möchten Bargeld Ach haben. ja, stimmt ja. Ja. Sollten Sie ein Bargeld gewinnen, wird der Gewinn steuerfrei in 24 Stunden auf Ihre Konto überwiesen nach dem Finaltag, Herr Sommer. Okay. Haben Sie mich verstanden? Ich habe Für die verstanden. Bargeldgewinne
und die Abbuchung für die Bargeldgewinne und die Abbuchung der Sponsorzeitschrift, brauche ich die IBAN-Nummer bitte, dass mit DE anfängt. Ah, ja, aber die Leitung ist immer noch so schlecht, das ist ja schrecklich. Können Sie nochmal wiederholen, bitte? Für Herr Sommer. Ja. Für die Bargeldgewinne und die Abbuchung der Sponsorzeitschrift brauche ich die IBAN-Nummer, bitte, das mit DE anfängt. Das mit DE anfängt? Wollen ja. Sie nicht das, was mit TK anfängt? Herr Sommer, das ist doch IBAN-Nummer, das mit DE anfängt. Ne, aber ich meine, wenn ich Geld in die Türkei überweisen will, dann muss ich doch TK-Nummer haben, oder nicht? Nein, also ich brauche eine IBAN-Nummer, das in Deutschland ist, das von DE ist, bitte. Ach so, ne, ich dachte, weil das Geld geht ja nach Türkei, dann muss ich türkisch IBAN haben. Oder nicht? Also, Herr Sommer... Da? Wenn Sie den Bargeld gewinnen, wird der Gewinn auf Ihrem Konto überwiesen in 24 Stunden. In Sie 24 wissen das Stunden. Ja, ich weiß ja, das. Nach weiß dem das. Finaltag. So, nach Herr dem Finaltag. Sommer. Und für die Bargeld gewinnen und die Abbuchung der Sponsorzeitschrift, brauche ich die IBAN-Nummer bitte. Ja, kein Problem. Muss okay. Ich kurz gucken. Muss ich kurz gucken. Okay, ich warte. Wo ist euer Callcenter, Blied? Ehrenberg, Neuhausen auf den Feldern. Ehrenberg, Blät, das passt ja überhaupt nicht zu euch, Leute. Das passt überhaupt nicht. Könnt ihr nicht nach Betrügerburg ziehen oder so? Herr Sommer, dabei, ich warte von. Oh. Ja, ich suche das ja. Ja. Ich suche das ja schon. Okay. Aber Ehrenberg ist nicht gut, weil ihr habt ja anscheinend keine Ehre. Warte, Sie haben doch gesagt, dass muss man bei Gewinnspielen in Deutschland muss man diese Steuer bezahlen, richtig? 120% Steuern und Bearbeitungsgebühren, egal was Sie gewinnen, warte Herr mal, Sommer. Warte mal, 120% Steuern? 120%, egal was Sie gewinnen. Warte mal, wenn ich 100 Euro gewinne, muss ich 120 nee, Euro nee. Steuern bezahlen. Nein, nur mal rein rechnerisch. Nicht. Nur Herr rechnerisch. Sommer, ab 500 Euro bei kostenlosen Gewinnspielen. Sie haben mich nicht verstanden. Nicht bei 100 Euro. Ja, ja. Ab 500 Euro. Ja, das heißt, wenn ich 500 Euro gewinne, muss ich 600 Euro Steuern bezahlen. Nein, 100 bezahlen Sie dafür. 120% macht 100 Euro von 500, Herr Sommer. Nicht wirklich. 120% von 500 Euro macht 100 Euro. Bei 1000 Euro macht das schon 200 Euro. Oh, Mathe-Genie. Okay, ist in Ordnung. Ah, warte, ich habe hier gefunden. Das geht los mit DE. Ja. Und dann kommt BETRÜGER. Das ist Bankname. Ich brauche die Bankname nicht. Ich brauche nur die Ziffern. Ach Herr so, Sommer. Nur die Ziffern. Wie ist eigentlich das, jetzt habe ich die Karte runter, oh nein, blöd, da ist die wieder. IBAN oder Kontonummer? Die IBAN-Nummer bitte. Ja, DE33? DE33. Warum ist eigentlich, Sie haben doch vorhin ganz gesagt... Ganz kurz mal bitte, ich gebe den Kollegen weiter. Ja, mach mal bitte. Hallo. Hallo. Herzlichen Glückwunsch erstmal zum Gewinn. Hallo. Mein Name ist Matthias Jung. 1000 Euro Wertgutschein haben Sie auch garantiert gesichert und damit Sie für die Gutschrift der Bargeldgewinn und für die Buchung der Zeitschrift, weil ohne Vollmacht und Unterschrift kann auch mit Ihrer Kontonummer keiner was machen. Da. Ganz im Gegenteil, Herr Sommer, ja. Nachdem Sie Unterlagen bekommen haben, werden Ihre persönlichen Angaben komplett unter Datenschutz gestellt. Schön. Bei welcher Bank sind Sie denn bitte? Bei der Sparkasse oder Volksbank bitte? Volksbank Berlin. Das ist richtig, die 190.000 Bankleitzahl. Da. Für die Gewinnausschüttung einmal zur Eingabe, die Kontonummer bitte. Blöd, nur die alte kurze Kontonummer, keine IBAN, nur Konto. Ja, beruhig dich, Mann. Was ist denn los? Hast du Stress oder was? Nein, um Gottes Willen. Da beruhig dich doch mal. Ich bin alter Mann, ist kein D-Zug, blöd. Sie sind alter Mann, 87 geboren. Natürlich, Mann. Das Leben ist hart, da wird man schnell alt. Weißt du, ich habe gefährlichen Beruf und da... Da ist das nicht alles so einfach. Hab ich verstanden. Okay. Ja. Soll ich Ihnen sagen, was ich für Beruf bin? Ja. Ich bin hauptberuflich Jäger von betrügerischen Callcentern und bei euch bin ich auf eine richtige Goldmine gestoßen, Blöd. Ihr seid ja richtige Hardcore-Betrüger.
Was ist da los bist bei ja euch? geil, Alter, Wie ist das Wetter in der Türkei, Suka? Ja, sehr gut, Blair. Bei euch? Ja, nicht so gut. Aber Wetter wird immer Nicht besser, weil so die gut. Leute langsam checken, was ihr für Schweine seid. Ach du Scheiße. Ist so, Da was? liegen Sie, glaube ich, ein bisschen Ja, doch, falsch. ihr Es müsst muss mal nicht immer gleich gucken. sein, junger Mann. Hallo? Doch, hör mal zu, Es weißt gibt du, auch eure Gewinne, die Leute. unsere Mitbürger am Telefon bekommen. Ja, Okay? hör mal zu, weißt du, du hast Leute, die rufen an, die stellen sich mit deutschem Namen vor, haben ganz eindeutig türkischen Akzent, können keinen Satz fehlerfrei aussprechen. Eure Leitung ist mega scheiße, weil ihr tausende Kilometer weiter seid und ihr lügt von Anfang bis Ende und wollt den Leuten Geld abzocken und denen eine Zeitschrift andrehen. Das ist so bekannt, Blät. Könnt ihr euch nicht mal Aber was auch Neues gute ausdenken? Reklamation. Das heißt, wir müssen dran was tun und uns weiterbilden. Ja, ihr könnt euch alle mal anständige Arbeit suchen. Wie wär's damit? Du kannst Kartoffelbauer werden oder Schweinezüchter. Das geht auch. Ja, such dir mal anständige Arbeit, Blät. Geh dein Geld ordentlich Wunderbar, dann verdienen. schreibe ich das so rein. Wunderbar, alles. Willst du noch Statement geben? Nein, will er wohl nicht. Super, Blät.